die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte kurz auf den Einwurf von Frau Hensel eingehen. Wir haben bei vor- und nach europäischen Räten natürlich auch schon Regierungserklärungen der Bundeskanzlerin hier gehabt, aber wir hatten genauso auch das Verfahren, dass die Bundesregierung vor dem Europaausschuss berichtet hat, was im Rat ansteht, und dort Rede und Antwort gestanden hat. Und morgen werden wir im Hauptausschuss, der im Augenblick den Europaausschuss ersetzt, natürlich Gelegenheit haben, darüber zu reden. Insofern finde ich, dass dieser Vorwurf ins Leere geht. Zum Thema der Aktuellen Stunde, das ja wohl eher inhaltlich gemeint sein sollte, so verstehe ich zumindest die Überschrift. Die PESCO, die permanente strukturierte Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungspolitik, ist aus meiner Sicht ein Meilenstein in der Europapolitik, der sich möglicherweise in der Rückschau in 10 Jahren als ähnlich gewichtig herausstellen wird wie andere Meilensteine, etwa die Schaffung des Schengen-Raums oder die Schaffung des Binnenmarktes und die Einführung der einheitlichen europäischen Währung Euro. Diese Erfolgsbausteine der europäischen Einigung, die unseren Kontinent in eine unverbrüchliche Gemeinschaft von Frieden, Freiheit und Wohlstand zusammengeführt hat, wird hier an einer Stelle ergänzt, bei der die Gründungsväter der Europäischen Union bereits wussten, dass sie entscheidend ist. Die Europäische Union, die europäischen Gemeinschaften sind einst angetreten, auch die Europäische Verteidigungsunion zu schaffen. Das ist dann aus bekannten Gründen in den 50er Jahren nicht möglich gewesen, das umzusetzen. Ich meine, die französische Nationalversammlung hat damals ihr Veto eingelegt. Aber nun sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir endlich diesen Baustein in freilich neuer Gestalt des 21. Jahrhunderts hinzuführen können. Und als dieses Instrument der permanenten strukturierten Zusammenarbeit gemäß EU-Vertrag aktiviert wurde, da waren viele skeptisch. Wird es genügend Staaten geben, die bei dieser Verteidigungsunion mitmachen wollen? Und jetzt stellen wir fest, von den 28 EU-Mitgliedstaaten haben 25 die Absicht, das Projekt zu begleiten. Eine Zahl, die ich mir nicht im Traum hätte vorstellen können. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Sorge um die Sicherheit in Europa größer geworden ist, gerade auch bei unseren mittelosteuropäischen Partnern. Das hat damit zu tun, dass wir skeptisch sind, ob Amerika die Stärke behält unter Führung des Präsidenten Donald Trump, wie wir das gewohnt sind. Und das hat natürlich auch ist auch eine Folge der Entscheidung der Briten, dass sie aus der Europäischen Union austreten wollen. Zum Beispiel die polnische Regierung und die französische Regierung stehen voll hinter diesem Projekt. Und das finde ich total wichtig. Das ist eben ein Zeichen dafür, dass unsere früheren Kriegsgegner überhaupt keine Probleme damit haben, das gemeinsam mit uns zu veranstalten. Und das ist doch die großartigste Auszeichnung, die wir eigentlich als Deutschland in der Mitte der Europäischen Union uns wünschen können, dass wir hier doch auch ein Stück Geschichte glücklicherweise geschichtliche Konfrontation glücklicherweise hinter uns gelassen haben. Ich finde diesen PESCO-Schritt auch klug eingefädelt. Ich bin sicher, dass wir im Deutschen Bundestag über jedes einzelne dieser Projekte auch diskutieren werden, die sich dann unter dem Dach der PESCO entwickeln wird. Deutschland wird bei ganz vielen Projekten mit vorne dabei sein. Es wird allerdings auch Projekte geben, wo Deutschland nicht eine entscheidende Rolle spielen wird. So ist das auch gedacht, dass auch ein Stück weit Arbeitsteilung innerhalb der Europäischen Union stattfindet. Und die ist einfach wichtig, dass die Europäische Union, die wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Mittelgewicht und sicherheitspolitisch eher ein Zwerg ist, dass diese Europäische Union endlich auch eine Verantwortungsfähigkeit erlangt, wie sie ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft entspricht. Ob mit oder ohne Großbritannien, diese Frage, das ist allerdings meine persönliche Meinung, ist nach wie vor offen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das britische Parlament eines Tages dem jetzt zu verhandelnden EU-Austrittsvertrag und dem zukünftigen Kooperationsvertrag zustimmen wird, weil es wird jetzt sichtbar werden, welche unüberbrückbaren Widersprüche zwischen den Erwartungen der Austrittsbefürworter und den realen Möglichkeiten, was ist drin für Großbritannien beim Austritt. Diese riesigen Lücken werden sich auftun, und wir werden in Großbritannien eine spannende Diskussion kriegen. Ich sage zum Thema Brexit nur, wir verhandeln fair, aber wenn die Briten eines Tages sagen, wir machen das doch nicht, werden wir Ihnen natürlich die Tür weit offen lassen. In diesem Sinne wird es ein spannender, ein interessanter Rat, und die Themen, die auf diesem Rat besprochen und beraten werden,
werden uns auch in den nächsten Monaten und Jahren hier im Deutschen Bundestag besprechen, wie überhaupt die Europapolitik, wie ich finde, hier in dem Deutschen Bundestag in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung bekommen hat, wie es ihr auch zusteht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Jürgen Hart. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich Ihnen